Liebe Mitglieder, dieser Verein, diese Mitglieder, diese Fans, genau diese Mannschaft hat dieses Ergebnis verdient. Herzlichen Dank für dieses ganz klare Votum. Dieses Votum ist die Startlinie. Von heute an geht es los, in dem Konzept HSV Plus das zu erreichen, was wir uns alle, und damit spreche ich wirklich jeden an, alle vorgenommen haben, diesen HSV wieder in die erfolgreichen Zeiten zu führen, wo jeder mit Stolz, jeder mit Spaß, jeder mit Leidenschaft hier in diesem Stadion sitzt und sich darüber freut, den sportlichen Erfolg gemeinsam zu erleben. Bevor ich anfange, Ihnen zwei, drei Sätze zum Aufsichtsrat und zu den Kollegen mit auf den Weg zu geben, bevor Sie dann darüber auch noch abstimmen sollen, möchte ich mich ganz herzlich bei dem Vorstand bedanken, der die sehr schwierige Aufgabe in den letzten Monaten wahrgenommen hat, in dem unterschiedlichen Mischmasch aus öffentlicher Meinung ein Konzept auszuarbeiten, wo es sicherlich bei jedem einzelnen Punkt immer mindestens zwei Meinungen gab, die nicht zusammenpassen wollten. Dass der Vorstand in der Lage ist, heute ein solches Konzept auf den Tisch zu legen, über das Sie alle so eindeutig abgestimmt haben, ist in meinen Augen auch einfach mal einen Applaus wert für die Herren aus dem Vorstand. Wie kann es jetzt weitergehen mit HSV Plus? Wir haben uns zum Ziel gesetzt, mit einem Kompetenzteam anzutreten, was sich ganz bewusst mit den Fragestellungen beschäftigt hat, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen sportliche Kompetenz, wir brauchen wirtschaftliche Kompetenz und wir brauchen Marktkompetenz zu verstehen, wie wir an finanzielle Mittel über die Raute, über das Leben um den HSV herankommen. Und aus diesen Hauptgedanken haben wir zwei ehemalige Sportler, Ihnen allen so gut bekannt, dass ich mich gar nicht mehr traue, sie hier auch wirklich zu nennen, Peter Nogli und Thomas von Heesen. Wir haben Dieter Becken, Bernd Bönte und Felix Goethardt, die das wirtschaftliche Umfeld nicht nur in Hamburg, sondern das wirtschaftliche Umfeld generell sehr gut kennen und beherrscht haben in den Bereichen, in denen sie heute tätig sind. Wir alle glauben, ich glaube, das war euer Beifall. Wir alle glauben, dass das Engagement und die Qualifikation, die wir mitbringen, reicht, um das Vertrauen, was ihr, liebe Mitglieder, uns gegeben habt als HSV Plus, dieses Vertrauen auch in Taten umzusetzen. Ich weiß, dass es sehr leicht ist, von hier aus davon zu sprechen, dass die Zukunft schön wird. Ich weiß, dass es sehr leicht wäre, Versprechungen zu machen. Aber ich weiß vor allem, und das hat Otto Rieckhoff eben auch gesagt, ich weiß vor allem, wie unendlich schwer es sein wird, Stück bei Stück bei Stück wieder ein Konstrukt aufzubauen, was HSV in eine Zukunft trägt, was diesen Verein, was diese Fans in eine Zukunft trägt, wo jeder mit stolz geschwellter Brust hier wieder in das Stadion geht. Und das wird unser Ziel sein. Wir wollen in 3 Jahren eine solide Mannschaft haben, die auch Nachwuchsspieler aus dem HSV auf dem Rasen sieht. Wir wollen einen Verein haben, der in der Lage ist, in der Transferperiode mit breitem Kreuz aufzutreten, weil die Finanzen wieder geordnet sind. Und wir wollen einen Verein haben, der zwischen dem Amateursport und dem Profisport bei Weitem nur noch darüber lacht, wie wir damals im Jahr 2014 versucht haben zu diskutieren, ist das links oder rechts richtig, ist es schwarz oder weiß, weil wir nach 3 Jahren gemerkt haben, wir haben uns da in Dinge verrannt und vielleicht über Dinge aufgeregt, die gar nicht so es wert gewesen sind, weil wir natürlich als Verein weiterleben werden. Und dass wir als Verein vereint sind, zeigt einfach, wenn man hier unten steht und nach oben schaut und den Aufwand mitbekommt, von wo überall diese Mitglieder gekommen sind, aus dem Norden, aus dem Süden, aus der ganzen Republik, dann merkt man, welche Verantwortung wir als Aufsichtsrat übernehmen werden. Dann merkt man, welche Hoffnungen mit HSV Plus verbunden sind. Und dann weiß man auch, dass irgendwann abgerechnet wird. Das heißt, wir müssen uns auch dieser Leistungsgüte irgendwann mal stellen. Lassen Sie mich vielleicht eine Sache noch ganz zum Schluss sagen.
Es ist viel darüber nachgedacht worden, gewinnt jetzt jemand, verliert jetzt jemand. Es ist viel Emotion aufgebaut worden. Und ich wäre auch unehrlich, würde ich nicht sagen, dass man selber auch doch ein gewisses Kribbeln im Bauch und eine gewisse Aufregung verspürt, weil man der festen Überzeugung ist, dass man das Richtige macht. Das gilt für die Kollegen, die gegen uns gestimmt haben und die gegen uns geredet haben, im gleichen Maße. Aber das macht den Reiz von Sport aus. Wir sind in einer Demokratie, wir sind in einer Mitgliederversammlung, wo die überwältigende Mehrheit Ja gesagt hat. Wir wollen HSV Plus und wo es eine Minderheit gibt, die gesagt haben, wir trauen dem nicht so ganz über den Weg. Mein Ziel ist es, dass wir bei der nächsten Mitgliederversammlung und vor allem bei der übernächsten ein noch besseres Ergebnis erzielen würden, weil man merkt, dass wir doch vieles Verbindendes haben. Weil man merkt, dass ein Verein vereint und dass es mir völlig egal ist, ob wir eine Aktiengesellschaft, eine KGaA oder sonst was sind. Wir sind HSV. Und das, muss ich sagen, hat die junge Dame, die als erste Rednerin heute aufgetreten ist, perfekt ausgedrückt. Da oben sitzt sie. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. So viel Emotion und so viel Überzeugung verdient einen Applaus. Also lassen Sie uns die gute Stimmung, und ich hoffe auch die Herren hier vorne in den ersten zwei Reihen, lassen Sie uns die gute Stimmung dieser Mitglieder mit auf den Weg nehmen für die nächsten 365 Tage, für die nächste Zeit. Geben Sie uns ein bisschen Ruhe, fragen Sie nicht gleich, das ist vor allen Dingen an die Kollegen von der schreibenden Zunft und vom Fernsehen, geben Sie uns einen Moment Zeit, darüber nachzudenken, denn ich würde auch gerne eine Sache noch zu Didi Beiersdorfer sagen, den ich eben übrigens kurz vor der Abstimmung angerufen habe und gesagt habe, jetzt muss er aber sich von PC setzen oder das Radio anmachen. Wir respektieren Verträge, wir respektieren Charaktere und wir respektieren Leistungen. Wir haben mit Didi Beiersdorfer vereinbart, dass wir nie zusammen auftreten. Wir haben mit Didi Beiersdorfer vereinbart, dass er heute als Mitarbeiter eines anderen Clubs jeden Schutz genießt, den jeder von uns auch haben möchte. Und wir haben uns vereinbart, dass wir uns ab heute Nachmittag um 5, und wir hatten tatsächlich gesagt 5 Uhr, von daher liegen wir gar nicht so verkehrt, zusammensetzen und jetzt überlegen, wie die nächsten Tage laufen. Didi Beiersdorfer hat uns die Hand gegeben. Er wird alles dafür tun, hier für diesen HSV, für seinen HSV mit im Team dabei zu sein. Und nehmen Sie dieses Gefühl mit, dass wir in den nächsten Tagen dann auch in seinem Umfeld diese Klarheiten schaffen werden, die wir alle anstreben. Herzlichen Dank. Ich hoffe, dass Sie das Zutrauen haben, dass dieser Aufsichtsrat sich sehr viel Mühe geben wird, viele Dinge weiterzuführen, aber vor allen Dingen auch viele Dinge sehr gut zu machen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Gernand.